Okay, wir sind zurück bei Deus 6, Invisible War. Geht jetzt das auf? Links ist ja das Apartment, aber ich kann das nicht öffnen, weil ich kein... Browser? Ich bin ein Wach. Ich hätte nie gedacht, dass ich Leute... Da unten ist ein Suchender. Ich schätze, ich muss ihn ausschalten. Klingt nach einem guten Plan. Gibst du mir Deckung, wenn ich ihn angreife? Ich meine, ich schaff's auch allein, aber in der Ausbildung hatten wir immer Verstärkung. Hier, ich kümmere mich darum. Du weißt, das ist nicht mein Problem. Ich werde eher die Rambo-Methode wählen. Bleib du ruhig hier, ich kümmere mich drum. Natürlich. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Wir schauen die Leiche aufheben. Und doch links rein. Taser. Ich könnte das Ganze ohne Morden machen, aber die Pistole sieht. Das ist meine Energie, die so dumm ist. Die Pistole, die plötzlich so scheiße dran ist. Bin nicht sicher. Die Pistole nehmen mal zurück. Dann fressen wir da mal einen, schau ob. Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude. Wir haben ihr Sicherheitssystem umprogrammiert. Es neutralisiert nun unsere Feinde. Das oben ist in dem Fall zu rot, ist meine Gesundheitsanzeige. Da könnte das Pistolenanzeige sein. Licht wäre geil. Schon ausgeräumt. Ist, wenn ich die da anlege, kann ich die. Kann ich da auch mal laufen? Ist alles nur schwarz-weiß. Was kann man da nehmen? Okay. Jetzt kann ich alles nachzoomen. Irgendwie noch nicht im Spiel drin. Da muss doch irgendwo etwas zum Sammeln sein. Komischerweise nicht. Universalmagazin. Credits. Scheiße, volles Inventar. Jetzt ist der blaue Streifen wieder voll. Pistole. Das sind alles die gleichen. Schau, ob eine modifiziert ist von denen. Wie kann ich die ablegen? Ja. Und wie kann ich jetzt ablegen?
Wie kannst du etwas weglegen? Ich würde lieber wissen, wie man das ablegen kann. Pistole ablegen. Zack. Geboinkt. Jetzt sollte sie es eigentlich aufnehmen, glaube ich. Das muss ich nicht. Ja. Jetzt habe ich einfach das Messer. Ein bisschen Licht wäre cool. Kumpa. Ducken, ja. Da ist nichts. He? Da ist die Tour. Vielleicht hätte ich noch in... bevor wir da reingehen. Ich werde herausfinden, du siehst die Orb... Dann etwas Schatten werfen. Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude. Es hat doch auch noch ein Verschlossenes gehabt. Ich habe kein Multitool. Haben wir nicht. Schade. Schon genommen. Ich habe kein Multitool mehr. Also, ich gehe jetzt gleich da durch. Das hat er da am Rücken. Irgend so ein rotes Ding. Die Helligkeit wieder ein bisschen muss aufdrehen. Unsere Bodentruppen sichern das Gebäude. Wir haben hier Sicherheitssysteme. Was ist das? Es neutralisiert nun unsere Feinde. Das ist hier nur so ein Ding. Multitool. Scheiße. Scheiße. Das heisst, wir werfen die Pistole auch noch weg. Ich hoffe, die sind jetzt alle gleich gut. So. Und Multitools sind bis jetzt am wichtigsten. Da kann ich Schlösser auftun. Für schwierige brauchst du zwei. Für einfache wie da brauchst du nur eins. Und die Beeren gehen auf. Ja, was ist das? Was ist das? Ich kann nicht mehr wegwerfen. Außer die benutzen etwas. Zwei Beeren kann ich das Multitool nutzen. Stelle mich noch ein bisschen doof an. Was legen wir? Das tauschen wir aus. So. Dann tun wir das auf. Hä? Nicht mit dem Messer. Die MP-Granate ist eigentlich nicht das, was ich gehofft habe.
Vielleicht ist das auch noch Granaten, wenn wir Glück haben. Umgebungsmine lassen wir halt mal. Nimm mal DMP-Granaten mit. Zu einem Einzelgespräch gebeten, um anhand eurer Interessen eine Stellung innerhalb des Unternehmens zu finden. Bitte denkt daran, wie wichtig die Sicherheit geworden ist. Wir müssen uns sicher sein, dass es die richtige Entscheidung ist, euch jetzt in diese Positionen einzusetzen. Okay. Was ist der Job? Ich weiß immer noch nicht, wie man Pistolen nachladet. Kann ich hier... Nee. Falsch. Ich weiß nicht genau, wo ich es nachschauen kann. Ihr Primärziel, Anlage verlassen. Das ist ein Suiziden-Tarsus-Komplex. Biomod-Labor. In mein Apartment. Da hätte ich einfach den Gegner können umlaufen, meine ich. Schau noch schnell, ob irgendwie etwas rumliegt. Das ist eines der Subjekte. Unsere Bruder sichern das Gebäude. Was glauben Sie, wer das ist? Welches ist es? Ich hatte noch keine Zeit, die Akte zu lesen. Vielleicht sollte die nicht so lange das Sicherheitsnetz nicht funktioniert. Hier sind wir gut aufgehoben. Hoffen wir, dass es in Führung gehört. Komm und sind die Räder von mir? Hey, die uns die ganze Zeit können beobachten. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, dass da oben offen ist. Die Decke ist weg. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie aufhören. Was ist da passiert? Nicht. Doch, schau jetzt. Da kann ich das Multitool nicht nehmen. Jetzt müsste ich etwas wegschießen, das weh tut. Aber was? Der Kampfstock? Oder das Messer? Ich würde mal den Kampfstock. Zigaretten weiß ich nicht. Was mit denen ist? MP-Granate, Blendgranate. Wir legen da den Schlagstock weg. Nehmen das Multitool mit. Ich weiß nicht, ob ich das Inventar mal vergrössern kann, aber ich befürchte nicht. Hinaufklettern oder runter, lieber. Einfach die Richtung schauen. Ja, das kann man auftun. Ah nein. Ich denke, das kann man auftun. Das hat etwas von, erinnert mich an Half-Life 2 mit dem einen Tool, wo man kann Sachen aufnehmen und umschießen. Nein! Ist ein bisschen Verzögerung denn.
Geschütz und Kameras und Geschütz, das heisst Blinkgranate. Ja, aber Dings, DMP-Granate, ja. Sprengstoff sollte ich auch noch haben. Hier ist der Ort. Wir haben die Kontrolle über diese Einrichtung übernommen. Du hast das Labor bereits gesehen, also schade, dass nichts mehr, du ein paar Biomodifikationen installierst. Du wirst sie brauchen. Modifikationseinsätze übertragen Stämme von Mamitsamen in Subregionen deines Körpers. Du musst jeden Substamm für eine bestimmte Fähigkeit konfigurieren. Die Aktivtreiber in deinen Beinen können beispielsweise deine Geschwindigkeit erhöhen oder deine Schritte dämpfen, aber nicht beides. Für ein Seminar über meine Biomodifikationssecure ist es etwas spät. Das Tarsus-Programm ist vielleicht unkonventionell, aber vertrau mir, wir kümmern uns um unsere Rekruten. Die Leute, die Tarsus angreifen, sind sie auch für Chicago verantwortlich? Was ist hier los? Der Orden ist ein intoleranter Kult. Sie hassen multinationale Gesellschaft und die privaten Sicherheitskräfte, die sie schützen. Also mich. Genau. Aber ich glaube nicht, dass sie etwas mit Chicago zu tun hatten. Sie sind eine weltweite Organisation, keine Bande von Terroristen. Das sehe ich nicht so. Viele Organisationen würden uns gerne scheitern sehen. Mehr musst du im Moment nicht wissen. Warum sollte ich jemandem trauen, der mich in meiner eigenen Wohnung überwacht? Wir halten unsere Operation nicht ohne Grund geheim, Alex. Du wirst nicht alles erfahren, solange noch die Gefahr besteht, dass du in Gefangenschaft gerätst. Installier jetzt deine Modifikationen und verschwinde. Mhm. Da können wir uns also ein bisschen entscheiden, ob man der Schleicher wird oder Action. Einsatz. Rufen Sie mit Schwarz den Modifikationen Bildschirm. Wenn Sie die gewünschte Modifikation, bla bla bla. Das, nicht optimiert werden. Ermöglicht den Blick in dunkle Ecken, kein Upgrade verfügbar. Okay. Augenregeneration. Ich muss zuerst alle die Dinge nehmen. So, da kann ich wahrscheinlich aus mehr auswählen. Augen, Kopf. Ah, schau jetzt. Skelett. Heilig würde man wahrscheinlich eher. Ah, da kann ich. Ui, da kann ich nur einzelne. Okay. Wir können nur eins nehmen. Könnte wieder Augen, Regeneration, Sicht. Was nehmen wir? Schwierig. Wird eigentlich beides. Regeneration tun gut. Aber Sichtoptimierung wäre auch geil. Kann mich noch nicht entscheiden. Biotanfeld, nein. Nehmen wir den Schutz vor so Biotoxinen und so. Sieht auch geil aus. Wenn
das? Maximale Traglast. Keine Energie. Nehmen wir mal das. Kann ich nicht mehr. Nein. Egal. Tunen kann ich wahrscheinlich noch nicht, oder? Jetzt müsste ich etwas auswählen. Ich mache mal noch Licht. Nein, hier ist ja nicht mehr dunkel. Strahlenschutz. Gut gemacht. Viel Spaß. Obwohl sie mit normalen Energiezellen laufen, sind das jetzt die Kugel, die mich schützt. Special. Oh, Multitool. Was da zu tun? Wie sie durchkommen? Energieverbrauch von Biomodifikationen. Ah! Das heisst, die braucht schon Energie. Dann haben wir einfach mal das. Ah, da sehen wir alles viel heller. Ah, die kann man beide aktiv halten. Pistole für. Was ist das da? Da haben wir. Ah, das ist aber zu hell. Vorerst brauche ich das nicht. Kann ich nicht aktivieren. Da muss ich so Bioenergiezellen sammeln, für dass ich die Modifikationen kann mit Energie unterhalten kann. So muss ich hier durch. Die kann man nicht auftun, oder? Das Multitool kann theoretisch noch zurück. Hey, ich glaube nicht mehr, wenn ich das Multitool brauche. Da geht nichts auf. Hallo. Die Terroristen haben unser Sicherheitssystem umprogrammiert. Und mit den Geschützen da oben ist nicht zu spaßen. Wir sind also hier gefangen, während der Orden da draußen Wissenschaftler ermordet. Es muss doch einen Weg geben, diese Kamera auszutricksen. Wenn Sie sich an der Kamera vorbeischleichen oder sie mit EMP ausschalten können, ist alles in Ordnung. Sobald die Kamera aber ein Ziel erfasst, eröffnet das Geschütz das Feuer. Klingt kinderleicht. Kommen Sie mit. Ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber Sie wurden für solche Fälle ausgebildet. Ich soll einfach nur unauffällig Schüler beobachten und mir Notizen machen. Ich hoffe natürlich, dass ich gerettet werde. Aber Sie müssen auf jeden Fall hier rauskommen. Okay, ganz wie Sie wollen. Vertrau mir. Tarsus geht entschlossen. Die haben mich da mega beobachtet. Das weisen unsere Wissenschaftler vor. Soi. Macht, um sicher zu gehen. Multitool. Kamera
Eindringling wird automatisch das entsprechende Geschütz aktiviert. Darüber hinaus rücken die alarmierten Wachen. Ups, das Zielgebiet vor. Sprengstoff, EMP oder Multitools. Da wäre noch mehr gestanden. Ich muss das schnell mal schauen. Nein, nicht das. Ah, oh shit, ich hätte nicht dürfen wegdrücken. Das ist. Ui. Schauen noch, ob es was zu looten hat. Hallo. Ja, lass du mich durch. Du. Oberzicke hier. Kann ich die nicht irgendwie näher wegschießen? Merci. Nein, geht nicht. Aber da innen ist ein Raum. Komme ich von hier nicht dran her. Von rechts aber auch nicht. Dort hinten. Okay, wir können entweder die Granaten wegsprengen. Aber ich komme nicht mehr dahinter in diesen Raum. Da ist schon off. Da ist nichts zu holen. Okay, wie EMP-Granaten tönt sympathisch. Dann schießen wir die da drauf. Aber es hat Alarm gegeben. Das heisst, das war nicht gut. Ich hätte die nicht auf die Kamera herschießen. Sie sind vermutlich der Kapitän, der mit seinem Schiff untergeht. Sagen wir es mal so. Wir werden diesen Fanatikern unsere Forschung nicht kampflos überlassen. Da tut sich was. Noch ein Trupp Terroristen. Wo? Direkt unter uns. Sie durchsuchen die Apartments. Sind Sie sicher, dass Sie hier bleiben und kämpfen wollen? Sollten unsere Feinde diese Einrichtung einnehmen, entdecken sie das Geheimnis ihrer Entstehung. Sie sind unser lebender Beweis. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Leiche in Ihr Schlachthaus schleppen. Sie haben doch die Kampfausbildung. Bitte kümmern Sie sich um die Eindringlinge, bevor Sie meinen Kollegen und mich töten. Dient diese Einrichtung nur dazu, uns zu beobachten? Die Rekruten? Saß ich in Chicago auch so auf dem Präsentierteller? Die Biomodifikation ist komplizierter, als Sie denken, Alex. Diese Einrichtung diente Ihrem Schutz. Sie kennen meinen Namen. Ich weiß noch viel mehr. Immerhin soll mein Code die Proteinsynthese in den Zellen Ihres Körpers regulieren. Irgendwas genau. Okay, wir müssen denen helfen. Das ist schon so gut wie tot. Hey! Kommen da Gegner oder was? Ah, ich darf nicht zielen auf sie. Wir sind in Gefahr! Ja. Sollte nicht mit Waffen flüten. Neuralmenü. Was immer das ist. Ich has nicht. Kann ich nicht interagieren mit dem. Illegale Modifikationen. Sie sind aber nicht ungefährlich. Bunsenbrenner, aber der kann nicht. Leider funktioniert der nicht. Ah! Wer da Multitools? Okay.
brätseln wir das auf. Ups, die ist illegal, das... Ich nehme es mal auf, aber ja... Ob ich das wirklich verwenden sollte... Oh, da wird geschossen, oder? Scheiße, die wäre da umgebracht. Nein! Ich habe meinen Auftrag verbockt. Hulala! Nichts, liegt nichts. Ui, ob das gut ist, wenn die verreckt sind. Mal, ich kann es eh wieder wegschmeißen, wenn ich das Inventar voll habe. Ich habe gemeint, die kommen dann hier durch. Ich muss. Zwei Multitools. Okay. Das war noch ein Multitool. Das ist echt illegal, oder? Wie letztes Mal. Ich befürchte, dass das negative Konsequenzen könnte geben. Aber dass ich die nicht habe gerettet habe, schießt mich jetzt gerade an. Scheibe! Nein! Sind echt noch mehr rum? Und da liegt auch eine Tote. Oh nein. Die haben alle umgebracht. Wegen mir. Das könnte später im Spiel noch negative Konsequenzen haben. Das vorlesen kann man es pausieren im Fall. Ups. Was ist das? Gegner oder Freund? Wenn es rot wird, glaube ich. Darf ich nicht drauf schießen, gescheiter. Mit dem Multitool versuchen. Das ist eine Möglichkeit, aber Code-Tafel. Es könnte natürlich sein, wenn ich die gerettet hätte, die Leute. Oh, Medibot. Haben wir jetzt den geheilt, hä? Lieber Medibot. Das ist nur eine Dusche, oder? Ja. Verdächtige Aktivität. Kamera. Thank you.
keine Ahnung, was da hergeht. Was hat die denn eine für. Wir müssen zuerst das Fass wegnehmen. Da könnten wir hier. Oh! So als. Kommt jetzt der wieder her? He? Volles Magazin. Ich kille die alle, die ich finde hier in der Anlage. Das mit Code schnell ich nicht. Zählen, was auch immer die kann. Die brauche ich für meine Credits. Geht nicht. Heilen bei ihm. Komisches Geräusch. Gut. Wie schaffe ich es, euch die wegzusprengen? Ich kann natürlich mit dem Multitool diese hacken. Weil sprengen wird die alarmieren. Da. Multitools ist eher gäng zu wenig. Spinnenbombe. Schon nicht das Richtige. Ich probiere es mal, ob ich mit einem Multitool hacken kann. Na super. Hey. Hallo? Störung außer Reichweite. Ich hoffe, die bleibt so aber aus. Mal zu, den Fehler mache ich nicht mehr, falls irgendwie einer kommt, der die Türen nicht auftun kann. Login oder Neuralmenü. Endlich gibt's was. Huch. Du bist selbst schuld. So einfach ist das nicht. So einfach ist das. Genau so einfach ist es. Das Schwierigste ist aber, wie nachher. Oh, da wäre eine Spinne drin. Und wie verlässt du die frei? Oder sollte man die nicht frei lassen, weil sie mich angreift? So kann ich Schnellwechsel machen mit B.
Ich glaube, wir haben hier alles. Die Spinnen da unten, habe ich keine Ahnung, wie man das... Das Geschütz kommt auf jeden Fall nicht wieder. Das ist sehr gut. Das ist eine normale Pistole sicher. Ja. Okay. Der Orden steht Ihnen bei. Gehen Sie. Sie sind frei. Wer sind Sie? Ich bin Lin Mai Chen, die hohe Augurin Ihrer Heiligkeit. Wir können Sie in Upper Seattle nicht beschützen. Kommen Sie zu unserer Kirche, dort können wir reden. Beschützen vor wem? Dr. Nassif. Sie wird versuchen, Sie wieder gefangen zu nehmen. Niemand hat mich gezwungen, an dem Programm teilzunehmen. Nur weil Sie nie versucht haben, es zu verlassen. Glauben Sie mir, Sie wären längst tot, wenn Sie diese Wissenschaftler enttäuscht hätten, die rund um Ihr Schlafzimmer postiert sind. Bis jetzt sind Ihre Truppen hier die einzigen Mörder. Sie müssen entschuldigen. Mein übereifriger Captain hat seine Befehle missachtet. Er sollte eine Rettungsaktion durchführen. Sie haben Ihre eigenen Leute nicht unter Kontrolle? Die Kirche hat mit internen Streitigkeiten zu kämpfen. Ich kann Ihnen später alles erklären. Beeilen Sie sich, Alex. Sie finden uns in der alten Hartford-Turbinenfabrik in Lower Seattle. Der einzige Mörder sei gesehen und der IGH Jens jetzt gerade abgemurkst. Auf meinem Weg hierher habe ich ja schon sicher 10 Morde begangen. Irgendwo kann ich da auftun. Aber wie wäre ich denn zum Code gekommen, um dort unten das zu benutzen? Da? Habe ich ihn vielleicht jetzt bekommen von ihr? Wo ist das gewesen? Irgendwo ist doch hier. Sicherheitscomputer. Rahmeni. Die Illegalen, weil ich kann es nicht auftun. Irgendetwas fehlt mir noch. Das ist aber auch nicht so schlimm, wenn das so ist, dass mir die Wissenschaftler sind umgebracht worden.